Ist es die End? Dim, bim, bim, bim. Wir werden sehen. Ich mache jetzt noch gar nicht groß rum, YouTube. Daumen hoch, Glocke, Klingelibu, Kommentar drunter, wenn ihr es bis hierhin geil fandet. Und generell eure Meinung bis hierhin. Ich bin jetzt einfach mal gespannt. Ist es wirklich das Ende? Und wenn ja, wie geht's aus? Uns viel Spaß. Daumen, Glocke, Abo, alles. Ja, wisst ihr Bescheid. So. Okay. Mal gucken, was passiert, wenn ich dieses ganze Mana aufsammle. Okay, ich kriege auf jeden Fall noch fett Mana rein, aber... Was ich halt nicht verstehe, also vom Plot her. Lasst uns mal gemeinsam die letzte Folge Revue passieren. Wir hätten alles haben können und der hätte mich gegen die Mutter kämpfen lassen können. Mit ihm gemeinsam. Er hätte sich ja dann immer noch abspalten können, sagen können, ich kämpfe jetzt wieder alleine. Du bist ein Kacknoob. Aber dann hätte er sich nicht auch noch um mich kümmern müssen. Manche Bösewichte sind einfach blöd. Tut mir leid, aber das ist dumm. Wo bin ich? Dies ist Zvagana, der Urquell. Die Ruhestadt für Ethias Wissen und Geschichte und die Seelen der verstorbenen Tantas. Es war Zeit für die Wahrheit. So ist es. Deshalb hat Sinta dich gesandt. Ich bin gespannt. Wahrheit? Welche Wahrheit? Vor langer Zeit führte Aethir Krieg gegen die Reddik, die Einwohner eines unweit gelegenen Reiches. Wir gewannen. Doch es war ein wertloser Sieg. Schätze, sie meint die Auslöschung der Reddik. Und Reif hatte was damit zu tun. Der Krieg hinterließ viele hässliche Narben. Die Ressourcen wurden knapp. Ich erließ Gesetze, um den Schaden einzudämmen. Aber es war zwecklos. Aethia gewann also den Krieg und war trotzdem am Ende. Jede von uns wollte dieses Problem anders angehen. Obwohl wir eng miteinander vertraut waren, wuchs die Kluft zwischen uns. Ich suchte verzweifelt einen Weg, diese Kluft zu überbrücken. Nicht mal nach all dem Drama vertrugen sie sich. Echt traurig. Wir waren so mit uns selbst beschäftigt, dass wir den letzten Schlag der Reddik gegen uns nicht kommen sahen. Sie sandten ein böses Ungeheuer, eine Kreatur, unsagbar mächtig und absolut gnadenlos. Susos, mühevoll banden wir das Böse. Doch dieser Kampf war nur der Anfang. Der Dämon lebte weiter, und zwar in uns. Verhöhnt uns, brachte den Wahn. Um seine Kräfte zu zerstreuen, gelobten wir, Abstand voneinander zu halten. Unser Verfall hinderte uns, unser Volk weiter zu beschützen. Wir wurden zu einer Gefahr. Er ist frei wegen mir. Was habe ich getan? Alles wird gut. Erinnerst du dich an diese Worte, Tochter Sintas? Alles wird gut. Du hast uns aufgehalten, bevor Aethir komplett zerstört wurde.
Du hast nichts zu bereuen. Wir sind dir so dankbar für all deine Hilfe. Der Dämon vergiftete unseren Geist und unser Geist an das Land. Susurrus wird nicht ruhen, bis ganz Aethia in Schutt und Asche liegt. Nun ist er zurück mit einem neuen Ziel, Sipor, die letzte Bastion und Hoffnung in Aethia. Es liegt an dir, unser Volk zu beschützen. Niemand sonst kann sich der Aufgabe stellen. Das geht nicht. Tut mir leid, aber ich habe keine Kräfte. Es waren in Wahrheit seine. Ich habe wirklich kurz geglaubt, dass ich eine Heldin wäre. Und dass ich mich endlich wehren könnte. Aber nein. Jedes Mal, wenn ich versuche, das Richtige zu tun, wird mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich dachte, vielleicht läuft es hier anders. Aber schaut mich an. Ich bin ein Nichts. Ich bin nicht eure letzte Hoffnung. Ich bin ein Niemand. Du kannst die Kraft, die in dir steckt, nicht sehen. Hä? Was soll das bitte heißen? Komm, mein Kind. Es gibt noch vieles zu lernen. Danach, vielleicht. Vielleicht erkennst du dann deinen Wert. Wusch. Aber wer hat dieses Wusch aufgemacht, dass ich überhaupt in diese Welt gekommen bin? Und warum? Und wenn ja, wie viele? Jeder so, sind die Augen. Komplett andere Augenfarbe. Komplett andere Struktur. Aber es sind die Augen. Daran hatte sie erkannt. Fucking Bruchbob. Du hast die ganze Zeit verarscht, Mann. Närrischer Tuck. Selbst in meiner schwersten Stunde, Alfrey, war mein Herz immer bei dir. 21 lange Jahre. Es wird Zeit, dass du die Wahrheit über den Fall Aethias erfährst. Die Wahrheit über deine Geburt. Die Wahrheit über deine Macht. Und die Entscheidung, die dir bevorsteht. Boah, ich bin blind. Ich gucke die ganze Zeit auf den weißen Monitor. Bin ich eigentlich besoffen oder? Ist das etwa die Burg Jinnun? Oder bin ich noch in Svagana? Einfach überall hinrennen. Nicht mal gehen oder so. Was hinrennen. Zum Geier? Bruchbob. Es ist wahr, Robian. Ich bin schwanger. Oh, Tanta Sinta. Das sind herrliche Neuigkeiten. Ich wusste, du würdest dich für mich freuen. Doch leider werden viele dieses Glück als einen Fehltritt meinerseits auslegen. Kinder sind immer ein Glück und ein Segen, Tanta Sinta. Sie sind die Hoffnung, die Welten miteinander verbindet. Meine Ordi hat mir mehr Freude gebracht, als ich mir je erträumt habe. Danke, alter Freund. Ich habe sogar schon einen Namen gewählt. Alfrey. Das bedeutet Hoffnung. Alfrey. Und genau das wird sie sein. Ein Lichtstrahl für ganz Aethia. Ein Kind zweier Welten. Die Hoffnung, die unsere Welt wieder einen kann. Möge euer Wunsch in Erfüllung gehen, Tanta Sinta. Möge eure Tochter ein goldenes Zeitalter einläuten. Sie hat sich gefreut. Sie wollte mich. So war es also wirklich? Ja, wenn du das jetzt noch nicht durchschaust, wohin es eigentlich die Reise geht. Okay, zeig mir den Weg. Dann weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, aber das bringt ja gar nichts, wenn ich jetzt irgendwas skille. Ich hab ja nichts. Wir haben ja nichts. Tante Cinta ist glücklich. Glücklich, glücklich, glücklich. Cinta hat zu tun. Hör sofort auf, sie zu stören. Genug, Janesh. Komm, meine Liebe. Sag Hallo, wenn du magst. Oh, hallo da drin. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Das wirst du schon bald. Du wirst doch mit der Kleinen spielen, nicht wahr? Natürlich! Ich kann es kaum erwarten. Oh, Orden war ja niedlich. So friedlich habe ich Effie ja noch nie gesehen. Nanu? Kleine Tinkerbell, bleib stehen. Ich will mit dir ins Nimmerland. Sehr gut, einfach den Anfang nochmal nachspielen. Ah, dann hat sie als Drache den Wusch beschworen, aber um uns eigentlich zurückzuholen. Ah, nee. Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe Vermutungen, aber York, das hat keinen Sinn. Eine große Stadt in einer weit entfernten Welt. Dank der Macht der Turaner nur einen Augenblick entfernt, kann der Vater eures Kindes wirklich von so einem Ort stammen? Es war fantastisch, Robian. Ganz anders als in Ethia. Funkelnde Lichter, wohin man schaut, und so viele Menschen. So viel Chaos, aber auch so viel Schönheit. Solche Erfindungen habe ich noch nie gesehen. Unglaublich. Papa, das ist so lecker. Das, meine liebe Orden, ist ein Knisch. Meine Reise hat meine Entschlossenheit nur gefestigt. Ethia muss das Neue begrüßen, sich weiterentwickeln. Nur so können wir stärker werden. Wir müssen diese Zeit der Missgunst und des Krieges endlich hinter uns lassen. Ich habe gesehen, welche Chancen so eine Welt bietet. Und mein Kind wird diese Welt real machen. Sie ist unsere Hoffnung. Cinta ist also auf demselben Weg nach New York gereist wie ich nach Ethia. Und ist dort meinem Dad begegnet. Wer zum Geier war er? Naja, obviously ein Typ, der nichts anbrennen lässt. Weil lang war sie wohl nicht in der Stadt. Hörst du das Lied, Elfrey? Dein Vater hat es mir einmal vorgespielt. Ich habe es gelernt, damit ich dir später vorsingen kann. In dieser Welt gibt es für dich so viel Schönes zu sehen und zu hören. Deinen Vater wirst du noch kennenlernen. Er ist ein Held und zwar in jeder Hinsicht. Tut mir leid, Elf. Du hast verdient, von deiner Tochter zu erfahren. El Bundy? Unsere kleine, kostbare Elfrey. Ich kann es kaum erwarten, dass sie euch begegnet. El. Mein Vater hieß El. Hey, hat sie mich etwa nach ihm benannt? Was ist das? Mir wird so warm. Das ist Liebe. Kann ich ihre Zauberkräfte jetzt wieder nutzen? Ha! Das ist ja mal abgefahren. Ja, gut. Was ist das? Steinwurf. Kann ich den? Oh, kann ich. Was ist das? Okay. Ja, dann lernen wir jetzt mal alles durch, oder? Was geht ab? Die anderen kann ich... Ah, natürlich nicht. Die sind ja AFK, sagen wir mal. Ne? Okay. Ja.
kann ich das? Ja, das kann ich sogar aufwerten, ohne Bücher zu lesen. Schmackhaft. Gut, dass ich nicht die Punkte in irgendwas anderes gewastet habe, weil das ist es, Leute. Das ist es. So. Uff, freue mich jetzt schon, das auszutesten. Alfred, meine Liebe, meine Hoffnung. In dir steckt große Macht. Du musst nur danach suchen. In mir? Aber wie? Also ich bin ehrlich, es ist... Im Groben und Ganzen ist es halt auch nur Breath of the Wild. No? Also wenn Breath of the Wild mit der Unreal 4 Engine gemacht werden würde, dann könnte es das sein. Ja, ich meine, 4 Tantas. Ja, 4 Recken. War noch 4, ja. Dann, oh, die Nacht des Blutmondes ist gekommen, Link. Ja, er heißt Link. Ich war gerade irgendwie so, Moment, stopp, heißt der Link? Ja, aber natürlich. Und hier wird es halt blau und nicht rot. Dann tauchen irgendwelche komischen, mystischen Viecher auf, die du alle umklatschen musst. Der Typ ist 1A Ganon. Ja, fight me. Also zum Thema, ist das Game 80 Euro wert? Ich war glücklicher als damals, als ich dich in meinem Leib trug. Und so voller Hoffnung. Ich wünschte, diese Zeit wäre niemals zu Ende gegangen. Das ist Visoria, oder? Was wird mir Cinta als nächstes zeigen? Aber halt schon wild, ne? Also die Häuser, die stehen ja wild. Tschüss, ihr Trottel! Nanu! Ja, vor allem die 4 Recken, die sind halt auch von Ganon besessen. Also... Wisst ihr, was ich meine? Wir müssen möglichst viele evakuieren. Sofort. Ich werde ihn ablenken. Verstanden. Ich bringe die Menschen in Sicherheit. Die Wunden des Krieges sind kaum verheilt. Sie dürfen nicht wieder aufreißen. Berichte deinen Herren den Reddick-Dämon. Und wenn sie Erdbeer 1000-mal angreifen, wir werden es bis zum bitteren Ende verteidigen. Du wirst Visoria nicht länger besudeln. Leute. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem ganzen Mana anfangen soll, aber... gucken. Vielleicht kriege ich ja noch die anderen Kräfte wieder. Susurrus. Der Dämon, den die erste Tanta bezwang. Aber wie? Wie konnte er sich nur befreien? Fest steht, dass er im Begriff ist, ein Massaker anzurichten. Wir müssen ihn unverzüglich wieder in Ketten legen. Ich fürchte, uns steht ein blutiger Kampf bevor. Ein Kind wird dabei womöglich nicht unversehrt bleiben. Ich werde mein Kind um jeden Preis beschützen. Und ich werde nicht zulassen, dass mein Volk zu Schaden kommt. Cinta, ich spreche zu dir nicht als Tanta,
sondern von Mensch zu Mensch. Ich freue mich für dich, das tue ich wirklich. Darum versprich mir, bitte. Keine Angst, Olas. Ich werde mein Leben sicher nicht grundlos wegwerfen. Ich muss auch an mein Kind denken. Wow. Ich war ihr wirklich wichtig. Man muss jetzt Burg Hyrule erobern, oder was? Ich weiß, dass ihr die Flammen von Ethias Zukunft nicht erlöschen lasst. Tante Olas, was werdet ihr uns heute beibringen? Vorerst muss der Unterricht leider entfallen. Folgt den Anweisungen eurer Lehrer und macht euch bereit für die Evakuierung. Na gut. Na gut. Aber nächstes Mal lernen wir dann umso mehr. Ganz schön wissbegierig. Verlasst dich darauf. Schließlich liegt die Zukunft Ethias in euren Händen. Ihr werdet unsere Hoffnungen am Leben halten. Schätze, Olas wollte Ethia auf ihre eigene Weise beschützen. Die Tantas waren gute Menschen, bis Susurrus alles ruiniert hat. Ah, da geht's. Da ist das nächste Video. Als wir den Dämon banden. Indem wir die Bosheit des Dämons unter uns Vieren aufteilten, wollten wir ihn im Zaum halten. Doch leider kam es anders. Elfrey, du bist die Tochter einer Tanta. Du hast die Macht einer Tanta. Du musst sie nur freisetzen. Können die mal langsam irgendwie eine Struktur kriegen? Zeig uns deine Macht, Elfi. Beweise deinen Wert. Tritt dein Erbe an. Ja. Nicht mit mir! One-hitted? Ach, ich habe ja nicht mehr dieses Schild. Keldomarsch. Keldomarsch! Puh. Da muss ich mir das jetzt dieses Mal angucken, oder? Es ist noch nicht. Oh mein Gott. Ich bin jetzt hyped. Ich habe jetzt Bock. Zeig uns deine Macht, Elfrey. Beweise deinen Wert. Tritt dein Erbe an. Yeah.
Okay. Plötzlich war es ganz einfach. Dieses Licht. Okay. Ja, okay. Dann war es doch nicht so schlau. Ich dachte doch, die Macht war die ganze Zeit in dir. Ich kann sie spüren. Nicht so lange zu warten. Oh, hallo. Da gibt's wieder neues Mana. Rein da. Let's go. Als seine Kräfte auf die vier Armreife verteilt waren, war das Scheusal unter Kontrolle. Vorübergehend. Dank dir fand ich die Kraft, ihm länger Widerstand zu leisten als die anderen. Vielleicht hat er die auch so korrumpiert wie uns. Okay, jetzt sind wir in Avoalet. Wie geht's weiter? Schätze, ich gehe da lang. Okay, mal sehen, was du mir zeigen willst. Na hoch. Jetzt kommt halt super viel Story, ne? Haben, halten. Aber deshalb bat ich nicht um dieses Gespräch. Es geht mir um das Kind, das du austragen willst. Ein Kind, vergessen wir das nicht, dessen Vater aus einer anderen Welt stammt. Sinta, uns obliegt eine Pflicht. Gerade du solltest das doch am besten wissen. Unsere Pflicht gilt dem Volk. Und mein Kind wird dem Volk dienen. Es inspirieren, ihm Hoffnung geben. Athia muss sich fortentwickeln und dank ihr wird es das. Kaum zu glauben, dass mir jemals jemand so viel zugetraut hat. Halt auch ehrlich, auch die Musik erinnert mich irgendwie ein bisschen an Breath of the Wild hier, ja. Oder halt jedes x-beliebige, wahrscheinlich andere JRPG, was den Entwicklern unter die Finger gekommen ist. Radius hätten sie wenigstens mal ein bisschen größer zu machen, zum Looten können. Den Radius zum Looten hätten sie ruhig größer machen können. So. Ist der korrekte Satz vor so Satz? Friede in Athia wiederhergestellt wird. Mit bewährten Mitteln, Tanta Prah? Vielleicht.
aber einfach wird es nicht. Ich bewundere diesen Pragmatismus. Ich wünschte, Sinta wäre annähernd so besonnen. Sie träumt von anderen Welten und dem Wissen, das sie für uns bereithalten. Eine kühne Vision, die Gefahren für Athia birgt. Die Idee ist verlockend. Aber die Bürde meiner Pflicht verbietet mir, solchen Fantasien nachzuhängen. Tante Brav, wenn ihr erlaubt. Vielleicht gibt es einen Zeitpunkt für solche Fantasien. Ihr habt das Vertrauen eures Volkes mehr als verdient. Ihr habt uns immerhin gerettet, als die Reddick uns angriffen. Wenn ihr unser Schicksal einer anderen Welt anvertraut, werden wir nicht an euch zweifeln oder an der Zukunft, für die ihr kämpft. Weise Worte, wie immer, Bellet. Das Land kann stolz auf euch sein. Es gibt keine größere Ehre, als zu wissen, dass mein Rat euch von Nutzen sein könnte. Das Volk hat die Tantas tatsächlich geliebt? Deshalb konnte es niemand glauben, als sie den Verstand verloren. Sie müssen gehofft haben, dieser Wahn, der sie befallen hat, würde wieder verschwinden. Ich nehme mir alles mit, was ich kriegen kann an Mana. Bestimmt noch eine Münze, ne? Akzeptieren wir. Unter bestimmten Bedingungen. Deine Tochter wird deine Kräfte erben. Aber sie darf sie niemals einsetzen. Richtig. Wer weiß, was so ein junger Mensch mit Gaben anstellt, die er nicht zu kontrollieren vermag. Dann werden ihre Kräfte eben unterdrückt, bis sie sie tatsächlich benötigt. Aber wenn dieser Fall wirklich eintritt, dann wird sie sie nutzen können. So soll es sein. Nun gut. Möge dieses Kind den unbezwingbaren Mut besitzen, jeder Gefahr ins Auge zu sehen. Möge dieses Kind eine unfehlbare Urteilskraft haben und jederzeit wissen, was wahr und gerecht ist. Möge dieses Kind nach Wissen dürsten und so klug sein, es mit Bedacht zu nutzen. Und möge dieses Kind vor allem auch wissen, was Liebe ist. Oh, ich kann mich ja doch bewegen. Ich denke die ganze Zeit so, hey, ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Wie dumm ist das denn? Wollt das Spiel jetzt schon flamen? Ich hatte diese Kräfte schon immer. Seit meiner Geburt. Okay. Noch eine? Kämpfe, Alfred. Finde deine innere Kraft. Alter, ist hässlich. Das ist der Alien-Maschumai. Ja, jetzt wird's ab! Erinnere dich, wer du wirklich bist. Erinnere dich, was in dir schlummert, Alfred. Piu-piu-piu-piu-piu! Thank you.
Okay, ich sag ja nicht, dass es in Breath of the Wild auch grüne Blitze gibt. Und Wasserattacken. Und Feuer. Aber die gibt's da leider. Ich bin einfach dead. Was ist da los? Schnelles Laden. Ich tue es wirklich ungern gerade, weil ich wirklich Spaß mit dem Spiel habe. Aber es ist... It can't be unseen, Leute. Außer für die Leute, die halt nur eine Playstation haben. Cinta. Du planst offenbar, das Kind zu bekommen. Und nur eben Playstation-Spiele spielen. Kämpfe, Alfred. Finde deine innere Kraft. Finde deinen inneren Schwing. Oh. Erinnere dich, wer du wirklich bist. Erinnere dich, was in dir schlummert, Alfred. Nee, das funzt nicht. Ha! Also. Mist, dafür muss ich ja näher dran stehen. Das war ja Ubosas Zorn. Scheiße, Alter. Ja, gut. Entschuldigt. Wow. Und jetzt habe ich die Macht des Wassers. Ihre Wasserangriffe? Nein, 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 sowas wollen wir nicht. Ja, gut. Das ist das Einzige, was mir gerade übrig bleibt. Hab ich hier noch was, was ich skillen könnte? Nee, dafür brauche ich 14, okay. So ist es. Kein schwacher Dämon könnte so eine Gabe gewähren. Deine Kräfte sind an dem Tag erwacht, als du endlich zu uns heimgekehrt bist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich sag mal, Dankeschön. So, jetzt kann ich auf jeden Fall gleich noch was skillen. Das mache ich jetzt auch noch schnell. Oh, was ist das? Das Problem ist halt, wenn wir ehrlich sind, ich skill jetzt was, was man wahrscheinlich dann auch nicht brauchen wird. Weil man ja das Spiel in der Theorie fertig hat. Das ist eigentlich nur noch, wenn du halt die 100% machst. Dann wird es halt relevant. Los, rein! Ab ins nächste Torana! Tortana! Wir waren Tortuga. Es, die Susurrus in den Armreifen banden. Und unsere Kräfte in dir einschlossen.
habe ich so viel Scheiße gemacht. Zurück in Zylas Reich, hä? Ich nicht zugehört habe. Okay. Fuck. Mal sehen, wie es weitergeht. Susurrus greift uns immer noch an. Er zerfleischt unseren Verstand von innen heraus. Trotzdem hältst du ihn stand. Du bist stärker als wir. Meine Stärke verdanke ich allein dem Kind, das in mir wächst. Wie dem auch sei, du wirst ganz sicher länger durchhalten als ich. Ich fürchte, dass meine Tage gezählt sind. Wenn mein Ende kommt, wird die Verderbnis nicht nur Pränost verschlingen, sondern auch Gino. Dabei wollte ich so gern dein Kind sehen, wenn es auf der Welt ist. Ich bitte dich, Sinta, sorge dafür, dass meinem Volk nichts geschehen wird. Bitte, Sylar, sag so etwas nicht. Wir müssen alle weiterkämpfen. So hat es angefangen. Er hat sie ausgezehrt. Das wäre mit einem taktischen Suizid gewesen. Dann wäre auch kein Verstand mehr da gewesen zum Okkupieren. Ah, und jetzt schlägt das alles rückwärts. Kommt her, ich hab was für euch. Okay, Wasser einfach. Eher so ein AOE-Ding. Das Gemälde der Auslöschung ist endlich fertig. Wo sollen wir es aufhängen? Am Ende des Korridors, der vom Thronsaal abgeht. Tanta Sylar, ist das wirklich... Es gehört untrennbar zu unserer Geschichte. Unsere Kinder müssen den wahren Preis des Krieges begreifen. Den Schmerz und all die Opfer. Aber Tanta Sylar... Erinnert ihr euch an den Wandteppich, den ich euch gab? Und was ich euch gesagt habe? Ja, natürlich. Wahre Macht steht nur jenen offen, die bereit sind, ihre Pflicht zu tun. Ich denke seither oft an diese Worte. Solltet ihr auch. Ihr werdet bald zur Generalin ernannt, Dax. Und größere Macht erfordert stets größere Opfer. Ein Dax wird Vielleicht zum wird euch eure Pflicht eines Offizier? Tages viel abverlangen. Abgefahren. Erinnert euch an diese Worte und schöpft Kraft aus ihnen. Darum hing das Gemälde dort. Okay, das ist wirklich typisch, Sylar. Reif war dabei, als ich es gesehen habe. Was er sich wohl gedacht hat? Ja, rein. Ich will alles jetzt wissen. Ohne Unterbrechung, ohne Pause. Oh nein. Nicht dieser hässliche. Ja. So.
Das wird lustig. Ho! Gleich kommt ein Knaller. Ich brauch mal Hilfe. Aufs Maul. Oh ja. Ja, den hier. Nix da. Kaum benutzt man auch die richtigen Skills gegen die richtigen Gegner, sind die gar nicht mehr so ätzend. Wie erinnere ich mich noch dran, dass ich gefarmt habe. Nichts looten. Ich bin einfach voll. Ich bin einfach voll. Tante Seiler, bitte. Schwäche zu zeigen ist ein Verbrechen. Ein Verbrechen, auf das der Tod steht. Fahrt fort. Ja, Tante Seiler. Die Kläglichen sterben so, wie sie leben. Und der Rest. Die Schwachen müssen weichen, damit die Starken leben können. Hilfe! Helft mir! Nein! Krasser Scheiß. Sie war wie ausgewechselt. Das war die Seiler, die Sepaul angegriffen hat. Wie viel Blut klebt an Ralfs Händen? Hey, wo soll ich hin? Genauso war das auch geplant, mit um die Ecke und so weiter. Also auf ein neues. Und nicht anders. Glaube an dich, Erfurt. Vertraue auf deine Kräfte. Mal irgendwo hinbringen, wo ich kämpfen kann. Yep. Aua. Gib einfach auf. Yep.
Gott, ist der ätzend, Mann. Bist du bereit? Wie gefällt dir das? Ach, komm. Ja, komm. Genau das denke ich mir auch gerade. Na du? Boah, ist der Kampf freudig, Mann. Ich hab erst so wenig weg. Ja, moin. Den halt partout nicht ins Target, ne? Target! Probier's mal mit dem richtigen Skill. Yeah. Also. Na also, geh doch. Mann, du kreist die ganze Zeit hier drüber. Das denke ich mir auch gerade. Oder Elfray Bundy. Oh.
Ja, wer braucht schon 60 FPS? Wer braucht schon 20? Let's go! In der Luft, ey. Junge. Unnötiger Kampf. Unnötig. Sinta, endlich kann ich spüren. Diese Kraft fühlt sich richtig an. Sie gehört mir. Unnötig. Bin ich ehrlich. Absolut unnötig. Ich mach das erstmal so, ich geh jetzt erstmal raus. Du teilst mein Blut, Alfrey. Du bist einer von uns. Unsere Macht ist. Sammel das Mana auf und dann skill ich neu. Sie verbindet uns. Für immer. Für immer. Aber warum hat sie mich zurückgelassen? Wenn Cinta mich so geliebt hat, wieso hat sie mich weggegeben? Dann mal los. So, ich mache jetzt doch nochmal einen Cut. Ich dachte eigentlich, ja, wir ziehen es bis zum Ende durch. Aber ich sehe gerade, es ist schon fast eine Stunde um. Nächste Folge, kein Gelaber. Wir gehen direkt rein. Easy peasy. Danke fürs Einschalten. Lasst einen Daumen oben, sagt allen. Jesse Neven spielt immer noch Forspoken und hat langsam wieder alle seine Kräfte zusammen. Also, wir sehen uns morgen. Haut rein, wieder hin, auf Wiedersehen.